Das trifft es ganz gut, ja. Okay. Also quasi jetzt Zelda, wie ich das jetzt von den Screenshots her gerade sehe, so ein bisschen, also Zelda-mäßig. Ja, Im quasi. Großen und Ganzen. So, und das Spiel geht Und es geht los. los. Wenn Das du. heißt, ich gehe dann mal hoch in die Regie Und und lasse euch ja, alleine. bis dann, ciao. Kurze Story, wir sind mit unserem Floß gestrandet. Das Floß ist jetzt kaputt gegangen. Der Typ mit den Büchern auf dem Kopf hat uns jetzt gesagt, dass es hier keine Flöße gibt. Wir haben mal festgestellt, dass wir in Dungeons Floßteile bekommen. Also holen wir uns erstmal im ersten Dungeon, der wie ein Tutorial-Dungeon aussieht, erstmal unser erstes Stück. Das sind auch schon, worum es ungefähr geht, so diese ganzen Puzzles. Genau, sehr viel Gehirnarbeit ist dabei. Oh, ist auch nicht verkehrt. Muss mal nachgucken, wie viel das ob es hier auf Steam gibt und wenn ja, wie viel das da kostet. Würde mich mal echt interessieren. 1999 auf Steam. Danke dir. Und Teil 1, 9,99 €. Genau. So, mit dem Auf meiner Kissen oder Kissenburg sind Wunschliste. wir durch. In All Dungeons ist der Runner auch der WR-Halter und der einzige, der jemals einen Run eingereicht hat. Und was auch bedeutend ist, ist, wenn man einen Bergabhang runterrollt, kriegt man einen Speedboost, was nochmal einiges an Zeit einspart. Im Vergleich zum Any% machen wir hier vier weitere Dungeons. Zusätzlich noch dazu brauchen wir diese Charts, die wir ständig einsammeln, um die Secret Dungeons zu öffnen. Neben den acht Standard Dungeons. Irgendwie kenne ich das Spiel. Ist das das neue Legend of Zelda? Weil Protagonist weiblich. Oh Lord. So, statt dass wir jetzt die Dungeons in der richtigen Reihenfolge machen, gehen wir jetzt nach dem ersten Dungeon in den sechsten Dungeon, weil wir dort ein Item kriegen, was uns das ganze Spiel nochmal um einiges einfacher macht. Hier haben wir übrigens gerade einen Checkpoint ausgelöst, einfach um, wenn wir sterben sollten, aus in der Nähe von dem Dungeon wieder zu spawnen. Hier schieben wir jetzt den Stein, damit die beiden auf den Schienen dagegen fahren, damit sich die Tür öffnet. In diesem Run gibt es eigentlich nahezu RNG. Gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich erinnere mich noch an das erste Duo an den Run und der hatte teilweise einige interessante Tricks und Glitches. Ja, der hat, soweit ich das in meiner Recherche herausgefunden habe, eigentlich gar keinen Glitch. Alles relativ timingabhängig. So, wir befinden uns jetzt im sechsten Dungeon quasi, weil wir ja nicht numerisch vorgehen.
Also in der richtigen Reihenfolge. Und das ist die sogenannte Potassiummine. Nun kommen wir zum einem des, der wichtigsten Items in diesem Run, dem Eisring. Er kann Blöcke generieren, die wir auch anschneiden können, um sie in eine Richtung zu schieben, und friert auch Gegner ein. Wir sind schon beim zweiten Boss. Nice. Eine Pinguinkanone. Und wir haben den zweiten Teil unseres Flusses. Warum der Runner an manchen Stellen rollt, liegt einfach daran, dass durch das Rollen quasi diese Unverwundbarkeitsframes kommen und man dadurch Schaden entgehen kann. Während man rollt, ist man unverwundbar. Was passiert mit den Blöcken, wenn man sie öfter schiebt, wenn man sie öfter schiebt, würde, wollen, als wieder Counter on top es anzeigt? Dann explodieren die Blöcke. Also die Blöcke mit Counter. Wenn man die öfter schiebt, als die Zahl es anzeigt, explodieren die Blöcke. Und wir sind schon in der Müllhütte, in der Müllhöhle. Und hier werden wir jetzt sehr viel auch vom Eisring sehen. Indem man einfach Schalter damit aktiviert oder Eisblöcke blockiert, damit die nicht weiter rutschen, als sie sollen. Wir holen uns den Schlüssel. Hier haben wir auch endlich mal wieder einen Kampf. Wir haben uns, habe ich ganz vergessen, uns übrigens jetzt auch das Feuerschwert geholt. Was quasi der direkte Antagonist zum Eisring ist. Nächster Checkpoint und der nächste Boss. So the third boss, she's Lenny. She's spirit animal. Still using Ice Ring. Wir attackieren ihn jetzt mit dem Eisring, weil ihn das leicht slowt. Wieso hat er da eben diesen Eisblock in die Kiste gezaubert? Dadurch, also man muss ja die Kiste schlagen und dadurch macht man schon mehr Schaden an dem Eisblock. Ah, okay. Und hier springt er natürlich immer ins Schwarze, weil er dann schnell aus dem Dungeon rauskommt. Hier wieder ein Speedboost. Hat er auch gerade im Stream gesagt. Okay. Ich ziehe meine Aussage zurück. Sie machen es einfach aus Spaß. Es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür. Okay. Hier ein ZFM-Setup, okay. So we're gonna activate one of those teleport pads here later, but then go back and get an item which makes us fight even faster. It boosts our melee damage, and it's a big help for the dungeon in this area.
So, hier aktivieren wir wieder einen Teleport. Dann haben wir hier nämlich ein großes Feld, wo wir in jede Gegend teleportieren können. Wir wollen uns jetzt noch ein paar Shards holen für die Secret Dungeons. Hier muss man wieder alle Gegner bekämpfen, um an die Kiste zu kommen. Ich finde das Game Design sehr interessant. Allerdings, Gegner. Ja. Da haben wir jetzt versteckte Schalter ausgelöst, um in den nächsten Dungeon zu kommen, um an weitere Shards zu kommen. Wir wissen übrigens in der Story noch nicht, wofür die überhaupt sind. Deswegen ist das mit den Secret Dungeons schon ein bisschen gespoilert. Hier hat er das Pattern ein bisschen versaut. Er muss versuchen, beide Diamanten, wenn die sich in diesem Kreuz treffen, gleichzeitig zu treffen, damit die Kiste frei wird. Oder kurz nacheinander. Es läuft. Jetzt hat er es endlich. Jetzt hat er es endlich. Jo. Hier holen wir uns wieder eine neue Shard, teleportieren uns direkt zurück in die Welt und es geht in die nächste Oberwelt. Und somit auch so langsam und sicher in den nächsten Dungeon. Da bin ich mal gespannt drauf. Oh, und something I did not explain, but did use. Is that there are lockpicks you can get? There's 12 of them total, and I'm getting. Ja, das war ein Hai auf dem Trockenen. Like keys in dungeons. Just you can take them to any dungeon and skip any. And I'm gonna get 8 of the 12 that are sufficiently in the way. Also in diesem Spiel gibt's nicht nur Schlüssel, sondern auch Lockpicks, also Dietriche, die uns halt auch erlauben, Dungeons und Türen zu öffnen, ohne überhaupt den Schlüssel zu besitzen. Und wonach wird denn die Zeit gemessen? In-Game-Time? Weil da unten ja ein Timer mitläuft. Es gibt. Man muss immer beides angeben, jedenfalls bei speedrun.com. Dort einmal die RTA und auch die In-Game-Time. Also es wird beides berücksichtigt. Okay. So. Hier kämpfen wir jetzt gegen Skelette in Rettungsringen, die sich auch noch in Kanonen verwandeln und mit einem Paddel nach schlagen, um die Tür das zu öffnen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir kämpfen gegen Skelette in Rettungsringen, die sich in Kanonen verwandeln können und auch noch gleichzeitig in den Tisch mit Paddel nach uns schlagen können. Aber was ist da los? Habe ich mich auch gefragt als erstes. Aber es wird, glaube ich, noch absurder. Oh Gott. Ja, hier haben wir uns mal eben auf vier Haie gestürzt, die auf dem Trockenen liegen, weshalb sie nicht viel gemacht haben. Kein In-Game-Sound. Ah, die beliebten Skelette wieder. Vinitus, das kann daran liegen, dass wir den Restream ganz leise haben. Einfach damit man besser uns hören kann, weil sonst müssen wir unsere Stimme noch ein bisschen mehr erheben, ein bisschen lauter sein. Das geht auf die Dauer auf die Stimmbänder. Hier hat man auch wieder gesehen, wie er öfter gerollt ist, einfach um den Schaden von den Kanonenkugeln quasi zu dodgen, also auszuweichen. Fourth-String. Diese Skelette paddeln dir eine im wahrsten Sinne. Lol.
be an exceptionally annoying dungeon. Pay no attention to the Merbun that was just there. Da ist auch der Grund, warum der Keller geflutet ist. Da hat jemand den Hahn aufgelassen. Und diesen Gegner kennen wir schon in anderer Form. Es werden hier sehr viele Gegner recycelt und verbessert, sage ich mal. Und da ist er down. Somit haben wir den gefluteten Keller auch geschafft. Which is the seventh one. This was the fifth. Hakt nur bei mir das Bild. Bei mir hakt es auch ab und zu. Also ich schaue den Mainstream. Und bei mir leckt es ab und zu. Aber ich glaube, das liegt an denen. Das liegt an denen. Ja, der Mainstream laggt. Also ich weiß, sie hatten zu Beginn Internetprobleme. Kann sein, dass sie die noch nicht ganz behoben haben. Wir machen einen kleinen Umweg, um die nächste Chance zu bekommen. Wo der Dungeon versteckt unter einem Baum ist, das muss man auch erstmal wissen. Ich kann mir vorstellen, dass man da als Casual-Spieler gut gesucht hat. Definitiv, definitiv. Also, a bit of a late question, but why in certain rooms do you kill them and why do you do puzzles in other rooms? Well. Einige Rätsel können wir halt auch umgehen durch diese Lockpicks, also durch diese, ja, wie heißt das auf der Dietriche? I'm doing awful at this. Doors where you need to kill the enemies for it to unlock, like now. Ones with green doors, like that one, are ones that are unlocked by a puzzle. Jetzt der Geist-Eispirat kopflos gewesen. Und hat. Geist-Eispirat, das ist, sollen sie auch auf der Zunge zergehen lassen. Auch noch ein wichtiges Element, wenn man Türen hat, die einen roten Kristall haben, heißt das, man muss quasi erstmal alle Gegner im Raum besiegen. Und wenn sie einen grünen Kristall haben, muss man grundsätzlich Schalterrätsel lösen. Hier dodgt er auch wieder den Schaden durch die Rolle. Oh, the item we got was a chain which boosts our melee like Und wir werden in diesem Dungeon auch noch weitaus öfter Rollen sehen. further, which lets us get like blocks through another other blocks, which is what we just did. Puzzles. It's rather useful. I play this room a bit safe, because I've also died here a lot of times. Und wieder ein Geister-Eispirat. Gott, Basically, these big turns. den lassen wir aber stehen. Ja. Bit of a pain. So, in diesem Raum wird er wohl erstmal mit einer Safe-Strat anfangen. Normalerweise kann man hier auch sehr cheesen. See here, the chain lets us hit things through blocks. Genau, und wir haben auch, ich glaube, einen Dungeon, also vor ein paar Türen, eine sogenannte Kette bekommen, die einfach dafür sorgt, dass wir mit unserem Schwertangriff mehr Reichweite machen. Und den kennen wir auch noch, den Kanonen-Pinguin. Der ist jetzt aber ein bisschen härter. Oh Gott. There's a bunch of Immerhin weiß man ungefähr, wie man seinen Schüssen ausweichen kann. Watch out for. Because it just slows you down. Da ist der Boss down. Normalerweise sagt dieser rote Diamant auch noch was zu uns, aber da wir das natürlich skippen, sehen wir es nicht. Okay. Jetzt sind wir in der Kunstausstellung.
Fancy runes, lol. It's 6 in our order, but the 3rd one in recommended order. It also has one of the chillest tunes in the game. The soundtrack in general is brilliant. Genau, der nächste Dungeon ist die Kunstausstellung. Die meisten haben Angst vor uns. Aber wir nehmen sie trotzdem mit. Weil wir sie brauchen, weil wir sonst nicht an den Schlüssel kommen. Diese Bilder verwandeln sich in Gegner. And let's put some money to the pink fret armor in Shovel Knight, because pink is the manliest of colors. Jetzt haben wir auch noch das Dynamit, was uns nochmal weitere Vorteile bringt, indem wir einfach Blöcke sprengen können oder dadurch Angriffe auf Gegner timen können. Again. Oh, the item we got, I didn't explain, but it's... Und den Gegner kennen wir auch. Haus. Der hat nur sein Gefährt etwas getunt. Oh, so ein klein wenig. Und hier kommt halt das Dynamit zum Einsatz, weil wir ihn somit auch aus der Entfernung während des Dodgens noch Schaden machen können. Und da ist der Boss down. Das war für uns knapp, wenn ich so mir so die Lebensenergie angucke. Mhm. Noch ein Dreiviertel Herz über. Normally, from here I just walk to the left, go back to the sandy area, which we saw for a brief second. Jetzt geht's für uns in den ersten Secret Dungeon. And even more conveniently, the secret chart I'm about to get. Wofür wir auch wieder diese Secret Charts brauchen. Deiner Death Warp eben. Genau. So it's rather fortunate that it lines up precisely right. Gonna take Hier war auch wieder der Vorteil durch die Kette bzw. das Feuerschwert. Wir konnten, ohne die Blockade aufzumachen, zu lösen, die Kiste öffnen. Jetzt haben wir uns einen Lockpick und im Dungeon davor die 16. Secret Chart geholt. Und wir brauchen genau 16, um den ersten Secret Dungeon zu öffnen. Perfektes Timing. Und wir befinden uns in einer Maschinenfestung. Diese Blöcke sind auch wieder eine neue Mechanik, da sie quasi Strom und Impulse leiten, um uns wiederum Wege frei zu machen. Hier hat er jetzt zweimal, na, dreimal einen Damage Boost gemacht, sage ich mal. Und hier ist halt das Rollen wirklich elementar wichtig, weil das überlebt man sonst nicht, diesen Raum. Also sind wir sozusagen, wenn wir rollen, unverwundbar? Genau. Für die Zeit, die wir rollen, sind wir unverwundbar. Ja, hier gibt es einen zeitweise auftauchenden Boden, weshalb man sich den Weg schon merken sollte oder ihn beherrschen sollte, gerade im Speedrun. So you have to try to not get knocked back yourself. Thankfully, we didn't have too much trouble. Diese Gegner wiederum wird man nicht los durch Schaden, sondern man muss sie wirklich runterschmeißen. Something I should mention. Hier haben wir wieder den Eisblock eingesetzt, den wir über den Ring geholt haben, um einfach den Schalter auszulösen. Haben wir uns in die nächste Ebene teleportiert. Ich finde das Timing bei einigen Aktionen wirklich so genial.
Er schlägt exakt in dem Moment zu, wo die Dynamit explodiert. Das muss man auch mal erstmal können. Ja, allerdings. Hier sieht man das Dynamit jetzt nochmal bei der Rätsellösung. Er hat einfach dadurch zwei dieser Diamanten aktiviert. Unser erster neuer Boss, eine handelwerfende Ente. Roboter, muskelbepackter Enterich. Gerpel oder was auch immer. Der mit Handeln wirft. Ja. Wir haben jetzt auch in der letzten Kiste die zweite Stufe Dynamit gekriegt, was uns natürlich nochmal mehr Schaden ermöglicht. Und der Boss ist down. Nice. Open Key. Gonna take the... Yeah, there's not really much of a story, but... Die Fusion aus Anton und Mashok. Das stimmt. We crashed here and we want to raft out. And we really like hitting things with sticks and we like adventures. So we're absolutely ecstatic at this island that seems to have been completely designed with a lot of puzzles, specifically for adventurers just like us. But the caretaker of the island doesn't really want us here. And we don't know why. And we won't really find out why. At least not in this run. Der Runner hat's gerade auch nochmal gesagt, also das Game ist halt sehr an den ersten Teil angelehnt. Es ist ein bisschen weniger Zelda und ein bisschen mehr Puzzle. Und unsere Hauptfigur mag es halt, Leute Sachen mit Stöcken zu hauen und Rätsel zu lösen. Deshalb die Insel natürlich perfekt ist, dass wir dort gestrandet sind. Ja. Also ich finde das Spiel ist super. Also es sieht interessant aus und es ist so vom Zuschauen her, auch beim Speedrun, macht Spaß. Definitiv, ja. Meine mehr Puzzle-Lässigkeit kann ich schaden. Nee, das bringt nochmal ein bisschen Würze rein, je nachdem... Ist auch sehr viel Luft nach oben, auch noch beim WR. Wird man aber in den nächsten Dungeons auch noch sehen, dass man da Puzzle teilweise wirklich hart an der Grenze des Machbaren sind für einige. Wann ist das Spiel denn rausgekommen? 2016. Ah, okay, danke dir. Genau, alles eine Frage der Übung. We can use this. Professional shortcut. Takes us straight to the item. Er ist gerade wieder das. Force wand lets his push blocks. And it does do range damage, but it's not as specially used. This here is a push block. Jetzt haben wir auch noch den Zauberstab, den Force wand. Damit können wir Blöcke aus der Entfernung schieben und auch noch viel mehr, aber das werden wir später noch sehen. Und ein Wiedersehen. Mit einem Boss wieder. Cycle. Pretty good find. Ah ja, kleine Schüttel, Malstifte erhöht das Leben, sofort bei Amazon ordern? Ja, genau, es gibt sogenannte, wie heißt es denn auf der, Malstifte-Boxen, die man finden kann und dadurch kriegt man ein Viertel mehr Leben. Also ein Viertel mehr Gesamtleben. Nicht schlecht. There's a chance we might die. There's one specific encounter which is quite annoying and might kill us depending on the enemy placement which is a bit RNG. Again, apologies for all the shivering. I don't know if the mic picks up
Hier kriegen wir sogar, glaube ich, hier kriegen wir, wenn ich das richtig weiß, sogar ein kleines bisschen RNG, weil wir auf einen Gegner treffen, der sehr nervig ist und es nicht 100% sicher ist, wo er startet, wo er auftaucht. Also selbst das Game hat noch RNG. Mhm. Movement through this area can be, well, as far as the route has gone through several versions. And wir befinden uns auf der einsamen Straße und werden von Sichelblumen gejagt. Hier ist auch wieder Timing wichtig, weil der Windstoß zwischendrin immer wieder stärker wird. Ja, da musst du ja immer aufpassen vor diesen Blumengegner mit einer Sichel. Gott, das Design ist echt. Ja. Die halten auch verdammt viel aus. Also. Ja. Moment, ist da eben der Blitz eingeschlagen? Yep. Nice. Deswegen ist der Stein jetzt auch aufgeladen gewesen, elektrisch. Und wir konnten damit einen Zugang öffnen. So, hier teleportieren wir uns wieder so ein bisschen Portal. Ein leichtes Labyrinth. Aber wer den Weg kennt, kommt schnell raus. Jo. Hier war es einfach nur wichtig, nicht getroffen zu werden. Jetzt muss man ihn kurz bei mir in der Tür zu machen. Bis gleich. Okay. Au. Ja, wir laufen jetzt, befinden uns jetzt erstmal schön auf dem Weg. Die große Bücherei. Hier mussten wir einfach etwas warten, bis wir teleportiert wurden. Okay, bin wieder da. TB. Jo. So, hier schön. Versuchen wir wieder die Schüsse der Gegner zu dodgen. Allgemein ist dieses Level manchmal etwas schwierig. Weil die Gegner einem teilweise sehr lange folgen. Das kann nervig sein. Und hier gibt's auch Tonkrüge, die Beine kriegen. Ach. Und einen auch verfolgen. Eigentlich sollte mich in diesem Spiel langsam nichts mehr verwundern, aber mich wundert es immer noch. Tour here, and provided I didn't mess up anything. So, wir sind weiterhin auf dem Weg und suchen die große Bücherei. And now it's all dungeons all the time. I went one lockpick, I guess. There is that. So, jetzt haben wir die 24. Shard. Das bedeutet, wir kommen auch in den in die letzten beiden Secret Dungeons. Aber erstmal holen wir uns unser 8. Floßteil. Aber da müssen eigentlich noch einiges vor uns haben, Ben, weil wir sind gerade mal knapp bei der Hälfte des Estimates. Und weil wir jetzt schon die letzten Shards für die Secret Dungeons haben. Oder ja, die Dungeons sind mitunter recht langwierig und schwierig. Okay. Und das ist ein Zwischenboss, auf den werden wir jetzt noch öfter treffen. Moment, ist das eine Maulwurfshexe? Sieht so aus, mit einer Karotte unter der Maske. Hier haben wir den Stein verzaubert, damit wir ihn schräg anschneiden können und er weiter zieht.
und haben einen weiteren Eisblock erschaffen, ihn geteilt und somit konnten wir unseren Force Wand weiterschieben, um den Schalter auszulösen. Und jedes Mal, wenn der Ball von diesem Zauberstab wiederkommt und auf einen weiteren Ball trifft, wird es ein Superball. Und ein drittes Mal, dann explodiert dieser, weshalb er jetzt auch die entsprechenden Diamanten ausgelöst hat. Ach, hier hat er eine Aufgabe umsonst gemacht. Die hat er schon gemacht. Kaungara fragt, ob es auch Hyper- und Master-Bälle gibt. Nein, leider nicht. Hier haben wir auch immer schön die Spike-Böden, die uns natürlich auch noch wehtun können. Hier ist wieder das Karottenmonster oder die Mouse of Hexe. Je nachdem. Die uns jetzt verfolgt. Und durch diesen Force Wand, nenne ich ihn jetzt mal, haben wir halt die Möglichkeit, den Stein hin und her zu schieben, ohne dass wir selber auf die... Also ohne dass wir selber sterben, indem wir auf die Spikes treten. Und durch den Force Wand können wir auch Blöcke diagonal bewegen, was wir so natürlich nicht könnten. Wieder etwas Dynamit. Oh, Punkt, und die Tür aufschließen. Einige Rätsel bedarfen auch einiger Vorbereitung, wie man sieht. Um entsprechend die Schalter auszulösen. Man sieht es, man kann es gar nicht so schnell erklären, wie es passiert. Das Timing da hinzukriegen, stelle ich mir als sehr frustrierend vor. Ja, definitiv. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir halt auch sehr viel Gebrauch von den Lockpicks machen können, also von den Dietrichen. Einfach um Türen zu öffnen, in die wir eigentlich nicht reinkommen würden, weil wir keinen Schlüssel haben. Wie gesagt, Timing ist an manchen Stellen wirklich alles hier in diesem Game. Final Boss, or Final Any Percent Boss, which we're about to come upon. Und da ist wieder eine Mouse of Hexe, lädt uns wieder zu einem Kampf ein. Hopefully I don't die in the middle. So it would be a bit of a shame. Und das Karottenmonster, nenne ich es jetzt mal, hat alleine schon ein paar Phasen. Und der Endboss aus diesem Dungeon, beziehungsweise der Endboss im Any Percent Run, hat, wenn mich nicht alles täuscht, drei Phasen. Aber schaut es euch selber an. Was war das eben für eine Cutscene? Bücherei? Das ist übrigens der Typ, der uns am Anfang gesagt hat, es gibt hier keine Flüsse in diesem Land. Und jetzt müssen wir halt gucken, beim Schaden zu machen. In der Zelle, jedes Mal, wenn wir beim Schaden machen, wechselt das Level, beziehungsweise das Puzzle. Nice. Das ist seine erste Phase. Wir müssen halt wirklich an ihn rankommen, ihn treffen. Zeit gleich ein Rätsel lösen, um wieder an den Rand zu kommen, ihn zu treffen, das nächste Rätsel. Und werden deswegen natürlich auch noch komplett beschossen. Der Vorteil ist, nach jeder Phase gibt es quasi einen Checkpoint von diesem Boss. Das heißt, wir müssen nicht jede Phase nochmal von vorne machen, sondern nur die, in der wir gestorben sind. Das ist fair. So, jetzt ist die Raum-Clear-Phase, in der wir einfach erstmal alle Monster
töten müssen, um an ihn ranzukommen. Währenddessen wechselt natürlich auch jederzeit der Raum. Yeah, this is good. Und er ist sehr, bei ihm läuft es gerade sehr gut, weil er immer noch volles Leben hat. Ein kleines Blitz-Upgrade, mit dem wir den Gegner auch wegmachen können. This is the really annoying one, because of the pirates. Weil der Kampf dauert, dauert erstaunlich lange. Der dauert wirklich lange, also... Und er hat hier zurzeit wirklich noch sagen wir mal, perfekt im Vergleich. Also da läuft sehr gut der Kampf. Hier haben wir so ein paar Blobs, die wir einfrieren können, damit sie uns keinen Schaden machen. Und wir brauchen halt den Eisring, um diese Jellies, wie sie genannt werden, überhaupt Schaden zu machen. Okay. Jetzt wird's spannend. Der Gegner selber dann auch noch sehr viele Farben hat. Und jetzt dürfen wir ihn bekämpfen. Er wirft übrigens mit explodierenden Bücherstapeln. Also ich weiß, dass Bücher manchmal explosiv sein können vom Inhalt her. Aber wortwörtlich dachte ich das eigentlich nicht. Wieder was gelernt, ne? Ja. Nein, den Eisring, nicht den Arsring. Right, we're making pretty good time here. Wo zum Geier holt er die her? Das ist eine gute Frage, ne? Wir haben ihn tatsächlich besiegt und unser letztes Floßteil bekommen. Hier wäre der Any% Run jetzt beendet. Aber wir haben ja All Dungeons, also haben wir noch drei Secret Dungeons vor uns. Hey, bin ich mal gespannt drauf. Ja, das ist das BSG. Das Benelux Speedrunner Gathering. Final boss of the last dungeon we're going to be doing is where the combat really ramps up, and I'm pretty sure it's the only point where it's actually impossible if you don't roll. Duncan Labyrinth, das klingt nass. Hier hat man wieder diese Force Ball Mechanik gesehen, indem man einfach sich damit selber auch noch schieben kann. Kisten können wir auch nicht mehr vertrauen, weil sie Beine kriegen. Guys can be pretty annoying because their attacks disable your own attacks for a couple of seconds. This is also where like robot versions of the bosses start showing up a bit. I think that's the only one we fight. We fight another one of the robot versions of Cyber. Hier kriegen wir teilweise als Standardgegner auch Roboterversionen von Dungeon-Gegnern aus den normalen Dungeons. In diesem Dungeon wird sehr viel auch mit diesem Force-Stuff gearbeitet. Und da ist wieder diese Mischung aus Anton und Mashon. Meint ja, glaube ich, Kino meinte das ja. Hm? Man hat jetzt noch einen zusätzlichen Angriff dazu bekommen. Er hat jetzt noch einen zusätzlichen Angriff dazu bekommen und wenn er nicht gerade post, bewirft er uns zusätzlich noch mit Hanteln, die explodieren. Warum auch nicht? Mashtomai. Ist ein guter Name. Jo. Und da ist er besiegt. Nice. Forbidden Key. Also er ist, wie es aussieht, sehr gut in der Zeit. Das wäre nicht verkehrt.
Also jetzt Perfect Patterns und der könnte sogar ein WR machen. Das wäre interessant. Das wäre super. Also er hat jetzt noch so grob 14 Minuten Realtime Zeit. Ja. It has happened to me before that I die on the way to the. Gib einen Mini-Herzinfarkt, wenn das Bild stehen bleibt für mehr als eine Sekunde. Das ist so heftig mit den Lags. Also ich kann es nicht beurteilen, da ich den Mainstream gucke. It's not too much of a time waste. Na, jetzt hat er einen Fehler gemacht, er hat vergessen, weiteren Dietrich aufzusammeln, also muss er jetzt erstmal zurück. Ist zum Glück nicht sehr viel Time Loss. No World Record. Sad Man. Abwarten. Sad Man. Er hat in seinem VR-Run Fehler gemacht, die er hier nicht gemacht hat. Es ist alles noch offen. And I just heard we will be cutting it at Stickmans. So you have just over and half an hour to donate for it. So, jetzt gibt's so ein leichtes Physikrätsel. So provided I don't mess up the final dungeon too much. Stromkreis schließen und so. Let's say 16 to 18 minutes. That maybe that's being a bit generous, but let's say like max 20 minutes before I actually finish. Also er sagt, er braucht jetzt noch circa 16 bis 18 Minuten, wenn alles glatt läuft. Also VR könnte RIP sein. Schade, aber naja, es ist halt ein Marathon. Und beim Marathon VR zu kriegen, ist halt sehr, 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 sehr selten. Ja, wäre natürlich geil gewesen, so als nahezu zweites Spiel schon VR, aber... Mein Gott, er macht trotzdem eine gute Arbeit. Ja, der Run ist unterhaltsam. Definitiv. Ich habe wieder sehr viel mit Eisblöcken gespielt. Mal eben das Licht aufmachen, das Feuer ausmachen. Und es geht zu den nächsten Schaltern. Den Checkpoint nehmen wir natürlich auch mit A, kriegen wir und da ist wieder das mechanische Anton. Genau. Mashton 2.0. Eigentlich ja 3.0, Tarunaga. Ja, eigentlich schon 3.0. Hm? Eigentlich schon 3.0, ja. Ja. Ist ja schon der dritte. Ja. Oh, that was a bad idea. So was this? Ja, er hat ihn aber relativ gut im Pattern. Verliert nicht allzu viel Leben. Oh. That was the final one, had to... Nein, das ist einfach noch Beta-Status. Oh, da ist er gestorben. Aber zum Glück gibt es halt diese Rücksetzpunkte, die halt bei kurz vorm Boss sind. Ja, ohne das wäre es echt frustrierend. Das war 051, lol. The boss is already hard without me messing up on top of that. Ja, hier macht er gerade nicht so gute Entscheidungen teilweise. Einfach was Ausweichen angeht. Sieht nicht gut aus, lebensenergiemäßig. Nee, der Gegner hält auch weiter aus als die davor, so. Es spielt halt sehr viel mit dem Dynamit. Einfach um aus der Ferne noch Schaden zu machen. Jetzt darf er wirklich gar nicht mehr getroffen werden, sonst hat er ein Problem. Der Kommentar hängt ein wenig hinterher.
Meinst du jetzt den von Taro Nagare oder meinst du mich, Traumfalke? Ich bin nicht Taro, aber danke. Sorry. Gladikor. Ich schätze mal, wir beide. Ja, dann refresh ich mal. Jo. Starty, ja, okay. Und wir haben ihn geholt. Der. Ich bin jetzt bei 49, 59, 50, 50, 1, 50, 2. Might still be sub-hour. Maybe. Hi, Starcruncher. So, den Boss haben wir im Endeffekt auch gelegt. Geht's in den letzten Secret Dungeon. Okay. Endspurt. Dafür haben wir die Forbidden Keys gekriegt, also die verbotenen Schlüssel, um in den allerletzten Dungeon zu kommen. Nun ist es on point, okay. It's not really a dungeon like all the other ones. All it has is a boss. And there's a very good reason we don't do it. Taking it or like this thing kommt wegen dem Stream Buffing, ja. Very, very boring. Das Problem kennen wir ja. As far as actual entertainment value goes. Is he kind of need to wait at a specific spot for 7 minutes without moving. It's a bit of a like insane secret which took Steam forums. Ah, und schon wieder gestorben. Which took the Steam forums about a week to figure out collectively when the game first came out. You need to find a whole bunch of special messages. Ja, läuft nicht gut, läuft nicht gut. Nein, leider nicht. Aber er bleibt definitiv im Estimate. Ist ja schon mal was. So. Den großen Roboter, den man auch als Boss kennt, nur mit einem Kopf. Und die zwei Gegner gleichzeitig können ganz schön anstrengend sein. Sind sie doch, wie man sieht. One more combat room before we're free from this first gauntlet. Dynamit eingefroren, schiebt es weiter, um den Diamanten anzuschießen und an den Schlüssel zu kommen. Also possible we'll die in this one, but fingers crossed. Ein sehr nerviger Raum, weil man nicht mal an alle Gegner rankommt, beziehungsweise nicht an alles denken kann, was einen gerade beschießt. Aber es läuft relativ gut für ihn. We're good. Den ignorieren wir einfach gekonnt. Die beiden kennen wir, sind uns aber auch egal. Jetzt greifen uns sogar schon Kisten an. Nice. Dying there is always pretty embarrassing if you mess that stun lock up. Now comes the second part of the dungeon. Wir sind jetzt quasi im zweiten Teil des Secret Dungeons. Das merkt man, kann man auch daran merken, dass jetzt wieder ein bisschen andere Mechaniken zutage kommen. One room coming up, which I'm really bad at. Und gleich kommt sein nahezu schlechtester Raum. Okay. Still like a really annoying room. And I wouldn't be too surprised if I died there. Er sagt selber auch, man soll nicht überrascht sein, wenn er da stirbt. This one. Na, hoffentlich nicht. Dieser Raum ist echt extrem die nervig. Hölle. Ja, ich kann es mir vorstellen, ich sehe es ja. Weil man von den Rollen auch irgendwie noch in. Weil man von den Rollen in einer Runde. Und da ist er in die Lava gefallen. Aber die Tür hat sich geöffnet. Oh, und er ist wieder in die Lava gefallen. Wobei, ich kann jedem empfehlen, der das Geld locker. Der das Geld locker hat, dieses Spiel einfach mal zu spielen. Alleine der Soundtrack ist einfach obergenial. Ja. Und wieder ein Stromkreisrätsel. Alright.
Ah, er hängt an einem Pixel. Stromkreis geschlossen und in den nächsten Raum teleportiert. Ja. Es erinnert auch noch alles wieder so ein bisschen an eine Bücherei. Never really any in between. Jetzt haben wir durch diesen Superball die Energie geschafft bekommen, um einfach das Dynamit weit genug zu schleudern, dass es die Diamanten auslöst. Und hallo Zylo. Hallo Zylo. Wie man sieht, das ist teilweise sehr, sehr heftig. Auch wie man gerade gesehen hat, was er machen musste, um sich selber über den Abgrund zu schießen. Hier hängt er wieder an einem einzelnen Pixel. Den Block hat er sehr gut geschoben. Oh, das Timing hat er im First Try geschafft. Da hat er am WR alleine schon 4 Versuche gebraucht. Das ist sehr schön. Also er hat über eine Minute in seiner PB dort verloren. Und hier im First Try, das ist schon sehr gut. Wie ist er denn in der Zeit? 56, 19... Wieso haben wir den Final Fantasy X? Weil das Nightbot ist. Nightbot. Also ich habe eben mit dem Drummond Account das Kommando eingegeben und das Nightbot VR Kommando kann halt nur von Eigentümern ausgelöst werden. Ah, okay. Mein Fehler. Ja, aber der Endboss wird knapp. Also je nachdem, wie jetzt der Bosskampf läuft, beziehungsweise was jetzt noch danach kommt, 57-2, 58-52. Ich meine, ich will es nicht beschreien, aber BR potenziell möglich? Ja, aber der Gegner ist wirklich, wie man sieht. Ja, okay, ich sehe es, der kann einiges einstecken. Tilt Potenzial hoch 3 und er packt halt alles aus. Boah, sieht heftig aus. Und wie du schon selber so gesagt hast, er ist sehr tanky. Ja. Now she's dynamite. And hopefully we can kill her by the end of the ice phase and we don't need to. Hat auch verschiedene Phasen, gleich müsste die Eisphase kommen. Jetzt fängt sie an, Eis zu schleudern. Wenn er schafft, sie darzulegen, gibt es keinen zweiten Zyklus, wie er selber sagt. Mhm. Aber ich glaube, er hat die zu oft verfehlt. No luck. Ah, we're good though. Oh Gott, jetzt verschwindet er auch noch, oh Gott. Genau, das hat jetzt einfach meiner Einschätzung nach zu viel Zeit gekostet, weil jetzt teilweise auch erstmal sehr lange auf Entfernung bleiben. Und er kann sich jetzt teleportieren, der Gegner, der Boss. Aber es ist noch möglich. Ah, there we go. Noch ist nicht Time. Nicht. Weltrekord ist vorbei. Weltrekord ist vorbei. Just made a comment low flying out. When he played it, it's a big pile of this stuff. Ein riesengroßer Haufen Loot. Legitimately hard. Und Time. Das Floß ist da, die Ente erschlagen. Und jetzt kommt das große Ende. Boom! Holy moly! Schulterzug! So yeah, that's it all the two. Highly recommended, both for casual and speed game.
Also ich kann jedem, der 20 Euro über hat und Bock auf solche Spiele hat, echt empfehlen, es zu spielen. 54, 55 Ingame-Time. Das ist